passieren. Die haben dich gefeuert, weil du nicht mitgefeiert hast? Wie wär's mit Stylistin für Boxenluder? Du liebst Charlie und du vermisst ihn. Soll ich doch mit dem mitgehen? Ich komm mit. Ich will mit dir zusammen sein. Bist du sicher? Ganz sicher. Ich werde die Pension verkaufen. Ich muss ihn leider kündigen. Mich nicht einfach in die Luft setzen. Das ist nichts Persönliches. Die Pension ist doch wieder in den schwarzen Zahlen. Dafür habe ich geschuftet wie eine Blöde. Dann können Sie sich jetzt mal richtig ausruhen. Das ist ein Stichwort im Nichts. Aber ich kann doch auch nichts dafür, wenn eine Irre meine Galerie in die Luft jagt. Ich muss die Pension verkaufen, um wieder flüssig zu sein. Aber Herr Fechner, die Pension verkauft sich doch viel besser mit einer erfahrenen Geschäftsführerin. Nette Idee, Frau Töppers. Aber wenn Sie sich ein Auto kaufen, dann wollen Sie doch auch selbst bestimmen, wer am Steuer sitzt. So schnell werden Sie mich nicht los, Herr Fechner. Ich fürchte, Sie überschätzen Ihre Position. Bleibt der Freudenschrei. Ich bin nur überrascht. Willst du mich nicht mehr dabei haben? Doch, natürlich. Läuft da was mit einer heißen Blondine? Nein, es läuft nichts mit einer heißen Blondine. Dann lass uns feiern. Nettie, warte mal. Keine ich muss. Rede. Ich hol schnell Prickelwasser und ein Sixpack. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss alleine ins Bett. Ach, deine Anrufe. Ach, und der Makler mit dem Büro am Markt hat... Das war eh viel zu klein. Naja, immerhin 35 Quadratmeter. Und nur 3 Minuten zu Fuß entfernt. Es muss größer sein. Und repräsentativer. Dieser Tennenberg, den mir dein Dr. Stein vermittelt hat, ist ein richtiger Volltreffer. Ich spiele bald in einer ganz anderen Liga. Jetzt fängt das Leben erst richtig an. Na dann? Toni, hier läuft bald richtig großes Business. Ein schickes Haus mit Weinkeller, großer Garten mit Pool. Das klingt ja alles ganz schön, solange ich nicht allein im Liegestuhl liegen muss. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich möchte meiner bezauberten Frau auch was bieten. Was glaubst du, wie gut dir ein Cabrio steht? Was euch denn hierher? Hier, das kannst du dir aufhängen, damit du immer siehst, wo wir wohnen. Schön, das ist wirklich lieb. Und das Beste ist, Steve macht einen Aufbaukurs für Englisch, damit er fit für sein Studium ist. Ja. Danke, von deinen 300 Euro können wir uns einen Babysitter leisten. Wo willst du es hinhängen? Hier oder lieber da drüben? Ich weiß es nicht. Was ist denn los mit dir? Ach, ich bin einfach nur müde.
Partyservice. Was ist? Verträgst du die Kölner Luft nicht mehr? Ja, scheint so. Bist nur noch Benzingeruch gewöhnt, was? Der weht dir auch bald um die Nase. Etty, weißt du, im Rennbusiness, das ist eigentlich gar nicht so toll. Du lebst die ganze Zeit nur aus dem Koffer. In schicken Hotels. Ja, aber es wäre ständig Hektik und wir wären ständig auf Abruf und wir würden uns nicht besonders oft sehen können. Immerhin öfter, als wenn ich hier bleibe. Ja, aber, also ich will das jetzt verstehen. Ich meine, du hast doch gesagt, dass du den Rennzirkus total nervig findest. Manchmal muss man seine Einstellung eben überdenken. Also, Sekt oder Kölsch? Oder lieber eine Kopfschmerztablette? Hallo. Hey. Gibt's was zu feiern? Und ab? Da der Zucker von Frau Gabler auf 302 ist, muss sie da irgendwo Pralinen bringen. Mhm. Überprüfen Sie das bitte. Dankeschön. Hey. Hallo. Fährst du in Urlaub? Ach, schön wär's. Ich zieh nur um. Ich kann nicht auf Dauer in diesem Schwesternheim bleiben. Wie schade für dich. Da sind bestimmt ein paar nette dabei. Ja, viel zu viele. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Übrigens, vielen Dank von David. Tennenberg ist wohl ein Sechser im Lotto. David sieht sich schon in einer schicken Villa. Mit einem riesigen Weinberg. Ja, so ungefähr. Dann sollte ich vielleicht doch Provision nehmen. Unbedingt. Ja, schönen Tag noch. Ja. Ach, Toni? Magst du Mozart? Ja. Figaros Hochzeit? Ich habe zwei Karten geschenkt bekommen von einer Patientin. Das ist heute Abend. Das geht doch nicht. Ich kann nicht. Ich habe Nachtschicht. Na komm, nimm sie und mach den schönen Abend mit deinem Mann. Hm? Naja, auf seinen Arzt muss man ja hören. So ist es. Mach's gut. Ciao. Wie lange möchten Sie eigentlich bleiben, Herr Stein? Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir eine Wohnung zu suchen. Ja, die 5, zweiter Stock links, rechts. Zweiter Stock gleich rechts. Entschuldigung. Okay, danke. Hallo. Hallo. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Noch nicht. Jetzt aber Zeit. Was ist los? Keine Gehaltserhöhung? Kein Job. Ja, so ungefähr habe ich auch geguckt. Ich habe mir gekündigt. Lauter? Ja, machen wir mal so. Auf dem Melatenfriedhof ist mir los. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Solange mich meine Frauen durchfüttern. Ich muss dir was sagen. Wegen Charlie. Komm mal her, meine Große. Guck mal. Jedes Ende hat doch auch sein Gutes. Man kann mal aufräumen und es ist wieder Platz für Neues da. Bei mir gibt's nichts aufzuräumen. Das Beauty-Susi ist futsch und ich bin also frei und kann hingehen, wo immer ich will. Und Charlie freut sich tierisch, dass ich endlich doch mit ihm mitgehe. Ich hab nur gedacht, vielleicht hast du damit ein Problem. Ich? Problem? Nö, ich hab... Hauptsache, ihr seid zusammen. Wo auch immer.